Im Hinspiel dieses Duells konnte sich Deutschland gegen die Niederlande ganz spät mit 3:2 durchsetzen und jetzt war es im Volksparkstadion wieder ein Duell auf Augenhöhe. Oranje hier von rechts nach links im ersten Durchgang mit der ersten offensiven Annäherung über die linke Außenbahn. Ryan Babel mit dem Ball in die Mitte und Wijnaldum, der sich das Ding selber vorbereitet hat, spritzt dann in die Mitte, trifft den Ball aber suboptimal. Keine größere Gefahr für den Kasten von Manuel Neuer. Weiter Abschlag und die Deutschen im Vormarsch. Werner über Serge Gnabry. Mit dem Flankenball, der wird gefährlich, weil Zille sind da. Virgil van Dijk den Ball ans Köpfchen klopft. Aber mit etwas Glück können sie es dann bereinigen. Eine ausgeglichene Partie, in der die Torchancen noch nicht sonderlich groß ausgeprägt waren. Jetzt aber wieder Timo Werner im Fokus mit dem Abschluss. Gar kein Problem für Cillessen. Weder platziert noch hart genug dieser Schuss aufs Tor der Niederländer. Doch das eine richtig gute Phase von Deutschland jetzt. Marco Reus wieder mit dabei, hatte bei den letzten Spielen gegen Estland und Weißrussland durchaus gute Akzente. Schöne Flanke hier und es wird dann in der Mitte gefährlich, aber nicht durch Timo Werner, der nicht an den Ball kommt. Der anschließende Eckstoß führte dann zu dieser Szene. Wieder Marco Reus mit dem Ball am Fuß, Jonathan Tah, das wird hier ganz überlegt gespielt. Gündogan zu Werner und Gündogan bekommt den Ball wieder und schiebt ihn dann ein. 35. Minute, das 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft und mittlerweile war das durchaus verdient. Spielten gut, die 100%ige Möglichkeit blieb noch aus, jetzt hatten sie sie und sie nutzten sie auch. Doch die Niederlande reagierte nochmal vor der Pause und drückte nochmal aufs Gaspedal. De Jong zu De Roon, der legt einmal rüber zu Bergwijn und der gleicht aus. 45. Spielminute, unmittelbar vor dem Seitenwechsel, dieser Nackenschlag für die Gastgeber. Neuer im Tor gegen diesen wuchtigen platzierten Schuss. Nicht viel zu halten in dieser Szene für ihn. Im zweiten Durchgang beruhigte sich das ein bisschen, es wurde noch etwas ausgeglichener. Jetzt über die rechte Seite wieder die Niederländer, Ginter passt auf, klärt's. Memphis nochmal mit dem Schuss, aber Neuer ist aufmerksam und lässt sich durch sowas natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Die Löw-Elf brauchte ein wenig, um in Fahrt zu kommen im zweiten Abschnitt. Dann kam sie durch die Mitte. Toni Kroos mit dem genialen Ball auf Serge Gnabry. Der bekommt ihn aber nicht gut in die Mitte gespielt. Und somit keine größere Gefahr. Virgil van Dijk passt auf. Jogi Löw betrachtete das Ganze, konnte mit dem 1:1 durchaus zufrieden sein, zumal auch die spielerischen Ansätze stimmten. Nochmal Deutschland, Werner mit dem Kopfball. Cillessen hält ihn fest. Wir springen in die letzte Szene dieser Partie. Und diese gehörte nochmal den Gastgebern. Da ist der Ball eigentlich schon weg, doch Deutschland setzt nach. Werner und Gündogan. Reus steckt rüber zu Joshua Kimmich und Cillessen hält. Hätte ansonsten aber sowieso nicht gezielt. Er stand im Abseits. Knappe, aber wohl richtige Entscheidung. Unter dem Strich geht diese Partie verdientermaßen mit 1:1 zu Ende. Tendenziell etwas ärgerlich für die Deutschen, die ein paar mehr Spielanteile hatten.